Magda Eskasch, die ist 62 Jahre, 62 plus. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, meine liebe Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Marga Eskaschidich, 62 Jahre, 62 plus. Marga Eska bin ich und bin ich auch 62 Jahre plus jung, meine Lieben. Es ist ja der dritte Teil über meine Paletten. Da habe ich ja fünf polnische Paletten. Ich habe ja noch eine, aber die ist ja eigentlich nur als Topper, als irgendwelche Glitzer nehme ich die, weil ganzes Make-up können ja so junge Damen das machen, aber nicht so alte Schachtel wie ich. Ne? Wenn nur Glitzer und das ist ja meine Liebe. So, was für Paletten ich habe, das ist meine allererste Palette von polnischer Influencerin Maxi Neczka mit Revolution, Zusammenarbeit mit Revolution. Es war ein Hit, zwei Jahre hier. Es hat sich fast 200.000 Mal auf der ganzen Welt verkauft. Jetzt ist ja sie richtig runtergesetzt. Ich habe die sehr, sehr oft benutzt, sieht man. Und wenn das zu Ende ist, kaufe ich mir neue. Das sind Töne, du kannst alles damit machen, alles. Ganz normale Tages- Make-up oder anderen, ja, so zum rausgehen oder sowas ähnliches. Ne? Und ja, ich werde mich heute mit dieser Palette einen Look schminken. Hier ist auch Bronzer und Rouge und Highlighter. Highlighter habe ich ab und zu benutzt, aber Bronzer und Rouge, das sind nicht meine Farben. Die Maxi Neczka ist ja, die hat ja dunkle Karnation. Das sind ja, ja, vielleicht probiere ich heute mal schauen, meine Lieben. So, die nächste ist ja auch polnische, der letzte polnische von Kobo. Und die ist richtig auch eine Palette, die man zur Arbeit schminken kann oder Tages ganz normal, der ganz normale Tagesarmo, wenn man ja so ein bisschen Gold von anderen nimmt, da kann man ja so extra Schönes ja nehmen, zum Beispiel von der Palette, ne? Von der, das ist so Glam Shop und von der auch. Hey. Oh Gott, was wisst ihr was? Ich habe Allergie gekriegt gegen das Gel, keine Ahnung. Und ich musste alles abreißen, die Fingernägel kurz machen und jetzt bin dabei, das alles zu wieder herzustellen. Irgendetwas hat mich plötzlich, ja. Und ich bin sehr traurig, weil ich mochte sehr meine Fingernägel zu kreieren und die waren auch stark. Jetzt, auf jeden Schritt merke ich, dass er über eine Woche, dass die normalen Fingernägel nie so stark sind. Und diese mit der habe ich auch schon hier Look gezaubert. So. Was ich noch testen wollte, dieses Foundation ist schon lange auf dem Markt, aber ich war letztes Mal in meinem DM und bin vorbeigegangen. Die habe ich irgendwie nie im Auge gehabt. Diese NYX Drops Foundation, Total Pro, Control Pro, habe ich mir gekauft und werde ich heute die testen, ganz einfach.
Mal schauen, ne? Der 2 Tropfen hier steht, das ist transparent, 3 Tropfen Medium und ab 4 Tropfen sind ja full intensive, full finish. Die Farbe, die ich gekauft habe, ist also Alabaster Nummer 2. So, die ist ja so ein bisschen rosa. So, hier eine Lampe. Mal schauen, was das ist, meine Lieben. Und ja. Und fangen wir langsam an. 3 Top-Tropfen. Und nochmal 3. Nochmal 3. Also ich muss euch sagen, dass auf dem Gesicht sieht das Foundation sehr gut aus. Man fühlt nicht, dass man etwas hat. Ich habe mehrere Tropfen genommen, trotzdem hat sie keine volle Deckung und das ist gut. Weil ich in dem Alter bin, so voll gedecktes Gesicht, das sind nur Poren und Falten. So, in meinem Alter. Okay. Okay, meine Lieben, ich komme auf die polnische Seite. So ein bisschen habe ich schon da gemacht. Da werde ich nochmal mit dem Auge mit euch das zusammen machen. Das heißt, ich habe dieses helle, ne, hier schön verteilt, alles grundiert, ne, mit dem hellen Beige. Ich habe keine Bilder, leider kann ich euch nicht sagen. Welche Farbe ich zeige euch wie immer. Ne? So, ich habe es über Haustiere geredet da. Video, da waren ganz viele, haben sich da gemeldet zu Wort und ich hatte in Polen meine lieben Hunde nur. Ich hatte, hier mache ich diese Übergangsfarbe und gleich schätze ich ein, wo meine Faltenlider, wie ich die kaschieren. Hier habe ich schon gemacht, wenn ich nehme die Augen so, ne? da muss die Farbe hier noch. Ne? Hier ist die verblendet, die Farbe, und das mache ich auch später, aber wenn man sieht, so optisch. Und das ist die Übergangsfarbe. Über die Farbe werden verschiedene Farben auf dem Augenlid angesetzt. Ach, ich habe die Farbe jetzt, die Übergangsfarbe so verteilt. Und hier, weil ich gerne möchte, hier auch vorne Glitzer haben, dann nehme ich aus der Palette diese Glitzer. Nachher werden die noch mehr, das Glitzer wird rausgehen. Und ja, als nächstes habe ich zuerst antupfen und nicht. Und das war's. Ne? Das muss richtig verblendet sein, wirklich, Leute.
wie ich das sehe, du weißt, was manche machen, aber du kannst erklären, erzählen, hunderte Mal und ja, aus Trotz, keine Ahnung. Das sieht ja scheiße aus, was die auf den Augen haben, aber aus Trotz machen die weiter scheiße. Das sind nicht meine Augen. Meine Augen sehen immer so gut. So, und diese, ja, in Polen hatte ich immer Hunde. Hatte ich immer Hunde. Alle sind von Alter gestorben. Eine hatte nur Parvovirose, die war 5 Jahre alt. Aber damals war kein Impfstoff. Einfach das schreckliche Qualen hat das arme Tier ist, habe ich ja zum Tierarzt schnell und einschläfen. Der Tierarzt hat, der hat schreckliche Schmerzen. Ne? Na, da haben wir schon meine Mutter gesagt, einschläfen und alles gut. Oder ja, ich habe schon zu Hause noch, nein, ich habe schon nicht gewohnt. Der kam, weil meine YK mit 15 gehen musste, über die Brücke. Da habe ich meine Lieben, einen Philon. Ne? Und der Philon ist geblieben, meine Mutter hat den weiter gehabt und ich habe mir ein kleines Pudel, schwarzes Pudel Dunja zugelegt. Ne? Und irgendwann war die Dunja im Wald mit damaligen Mann und mir, der hat Pilze gesammelt. Ich kann das nicht, ich habe keine Ahnung über Pilze. Und es war früh, weil man geht ja die Pilze früh sammeln. Ne? Und da ist die Dunja, hat sich erkältet. Es war überall noch feucht. Und die hat ja von hier nach hier gelaufen, total glücklich. Endlich, und die war total nass. Ich habe sie ins Auto genommen, sauber gemacht und trocken gemacht. Und ja, ist die Arme krank gewesen. Wir sind zum Arzt und da ich arbeitete die krank waren, meine Mutter hat mir gesagt, bring die Dunja zu uns, die ist zu Hause, die wird sich ja darum kümmern. Ne? Und nee, meine Schwester war zu Hause, die ist doch 9 Jahre jünger als ich. Ne? Und die Schwester und die Oma waren noch und Opa und die, wenn du krank bist, hier kümmern. Die hat sich mit dem Philon gekannt und der Philon hatte eigenes Sessel. Und wirklich, da durfte keine darauf sich hinsetzen. Einmal, weil der Haar war. Und zweites Mal, der saß ja daneben und hat geknurrt. Nicht sehr, aber so lange gemacht, dass derjenige, ja, das ist dein Sessel. Okay, Entschuldigung. Und die Dunja, die war erste Person in seinem Leben, die dürfte auf dem Sessel liegen. Wurde ja als Gast kam, ich kam zu meiner Mutter auch, der mit der Dunja. Ne? Da hatte Philon das gemerkt, nee, die darf nicht. Geht nicht. Naja, aber in dem Moment, wo die da krank war und bei meiner Mutter, und da hatte das erlaubt. Da hatte nichts dagegen gehabt, der saß nur unter den Sessel und hat sie geguckt, ob die gesund wird. Also wirklich, das war seine große Liebe. Und der Philon, der war so ein, Philon sagt das Wort, 3 Minuten waren die Tür, die Eingangstür für die Wohnung. Ne? Zuhause war Altbau, riesengroße Zimmer und ja, 3. Stockwerk. Und
so lange, meine Lieben. Ne, der hat immer so geguckt, hat gewartet, bis die immer die Tür aufmacht, hat er ja so und ist weggegangen, einfach weggelaufen. Da haben wir den gesucht, gefunden, nach Hause. Und er kam nach Hause, Kopf runter. Seit die Dunja bei meiner Mutter war, der Philon hat aufgehört, wegzulaufen. Das war ein Wunder, meine Lieben, wirklich. Das war ein richtiges Wunder. Das Hund, der Philon, der war immer mit der Dunja zusammen und total glücklich, dass sie bei ihm ist. Der war total verliebt in sie, in der Richtung, nicht, weil sie mit den Kindern kommen wollte, aber die war hatte Beschützerinstinkte, ne? So kann man sagen. Der hatte Beschützer erwählt, hat sie beschützt und der hat sich ja damit sehr gut gefühlt und der hatte richtige Freundin gefunden. Ne? Der ist nie wieder abgehauen, nie. Also das war ein Wunder. Und wo die Dunja da war, da habe ich wieder die Wohnung gewechselt, weil ich hatte damals in Polen eigene Wohnung, ja, konnte man nur träumen davon. Da mussten wir umziehen wieder und meine Mutter sagte, lass die Dunja bei mir, ein Hund und zwei Hunde, das ist wirklich scheißegal. Und seitdem ist die Dunja bei meinen Eltern geblieben und die war auch total glücklich mit dem Philon. Der Philon hat ihr wirklich, die haben Essen bekommen, der hat gewartet, bis es fertig ist, ne? Wirklich. Wirklich. Das war unglaublich, seine Liebe zu Dunja. Das war wirklich, das ist ja einmalig war das. Ne? Und da, der arme Philon, Philodendron haben sie ihn genannt. Und der Arme hat diese Parvovirose irgendwo gekriegt. Und ja, also meine Mutter musste, Schwester war wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr, wer da war, einschläfen. Und alle waren total traurig, weil der Philon war so richtig so ein Sympathikus, auch, kann man sagen. Ne? So ein Sympathikus, schwarze Augen, der war eine Promenadenmischung mit dem Terrier. Ne? So, da war der total aufgehetzt. Ne? Schnell und alles. Ne? Und seit die Dunja bei ihm war, hat sich richtig beruhigt. Und ist ein wirklich gemütlicher, häuslicher Hund gewesen, ne? Hatte sich gemacht. Ne? Und er war nicht alt, er war so 4-5 Jahre alt, sowas. Ähnliches war, meine Mutter hat ihm, ihre Freundin, eine Arbeitskollegin, hat immer irgendwo einen armen Hund gefunden. Der war fast erfroren, das war Januar. Und da hat sie den aufgepäppelt und danach an die Leute vermittelt. An solche Leute, die mit so einem Tier etwas anfangen. Ne? Nicht jede. Und dann im Sommer haben wir unsere Waika eingeschläfert. Da dachte meine Mutter, schon die Traurigkeit ist schon vorbei. Da vielleicht die Philon, ne? Kam Philon zu uns und der war 4 Jahre bei uns, bei meiner Mutter eigentlich, ne? Weil ich habe es gleich fast sofort bin ich ja ausgezogen und gleich geheiratet und da habe ich die Dunja. So, bis dahin habe ich euch erzählt über meinen Hund Philon und Dunja und ja. Ich bin der Meinung, ein Haus ohne ein Tier, wie du, mit dem du anfangen, etwas anfangen kannst, Katze, Hund, Pferd. Ne? Wenn meine Tochter hatte zeitlang ein Pferd gehabt und
So am Anfang. Meine Anfangen gehört sich zu Hause zu sein. Das auch für die Kinder, dass die lernen, die Verantwortung zu übernehmen und die Tierliebe. Weil die Tierliebe ist bedingungslos eigentlich. Naja, sagen Katzen, ja, das sind nur. Die stellen keine Ansprüche. Die sind froh, weil die ganz einfach geliebt werden. Und das ist alles. Und an den Mensch, ja, der kann ja so der beste Mensch auf der Welt sein, aber trotzdem, der Mensch, ja, ich sage immer so, sage ich euch, manche sind ja total entsetzt, wenn ich sowas sage, aber ich sage immer, dass die Tiere sind bessere Menschen. Okay, jetzt mache ich und alles gut. Zeige ich euch, wie sieht ein Auge mit dem Wimpernkranz von unten schwarz gemalt und ohne. Seht ihr den Unterschied? Eine kleine feine Sache und ein riesengroßer Unterschied. Und wenn du jetzt ja die Wimpern nur so Hälfte nicht von Anfang an, kann ich machen. Ist ja kein Problem. Ich habe mich erinnert, dass ich ja neue auch von den Benefit teste. Total vergessen, diese magnetische, bitteschön. So wie überall ich sehe. So, ne? So. So. Nicht so weit. So, hier ein bisschen. So, lala. Und hier. Von Anfang an bis zum Ende. Naja. So genial ist das nicht. Diese. Ich soll ja die Wimpern bis hier machen. Mach es nicht. So, jetzt guckt ihr. Das ist ganz einfaches. Make-up eigentlich konnte ich hier so zu Ende und hier Wimpernkranz unteren mit Dusche versorgen und es ist ein gewaltiger Unterschied, wenn man hier ohne diese Lidstrich, diese Wimpernkranzstrich, es macht wirklich. Und hier, das sieht aus, als ob ich ja keine Ahnung. Okay, ich mache weiter. Ich habe ja noch was vor. Noch ein bisschen mit der schwarzen Farbe. Ja. Thank you.
Okay, ich habe mich doch entschieden mit der Bronzer und wir wissen schon, ne? Bronzer von hier nach oben, ne? Nicht nach unten. Das hängt alles. Einfach nach oben. Und hier unter den Knochen, Wangenknochen und ein bisschen auf den Wangenknochen. Ne? Jetzt über Maxinetschka, die ist am besten, guckt ihr auf ihren Kanal und guckt, was sie für diese mit der Palette so schöne Looks gezaubert hat. Und danach können sie ja so dazwischen so irgendetwas aufmachen. Die Palette ist sehr billig und ist sehr, sehr gut. Ich habe mit der Palette schon ein paar Mal hier sogar Make-ups gemacht und ich werde noch mehr machen. Ich liebe die Palette, ich liebe die abgöttisch. Die goldene Farben aus der Palette, die ich sehr, sehr, sehr mag. Und so sieht das aus, meine Lieben. Es sind unglaublich und wirklich unglaublich pigmentierte Kobo. Die Palette habe ich bekommen geschenkt und die Pigmentierung ist super. Ich benutze die Palette ganz oft zur Arbeit als ganz normale Tages-Make-up. Kann man auch irgendeinen goldenen Ton und kann man ja auch schöne, keine Ahnung, Armung zum Theater oder Café oder weiß ich machen. Muss man so nur ein bisschen Vorstellungsvermögen haben. Super pigmentiert. Nicht teuer. Super, super Palette. Da sind ja Schimmer. Keine riesengroße Pigmentierung. Ich muss über die polnische Palette, die Polen haben auf dem Markt so viel Kosmetikfirmen, da kannst du irgendwie nicht, das ist nicht überschaubar. Die Polen haben sogar bei Lidl, sind ja eigene
Kosmetika nicht zum Pflegen, sondern zum Make-up machen. Bei uns in Deutschland habe ich das nie gesehen. Und auf jeden Fall die polnischen Paletten, die sind richtig sehr, sehr, sehr gut. Also meine Lieben, ihr habt hier die zwei Glamshot-Paletten. Die habe ich ja hier ein paar Make-ups Amos gemacht. Die Pigmentation, die Qualität von dem, die Arbeit mit den Paletten, Amo zu machen, das ist reine Vergnügen, glaubt mir. Da sind die Glitzern. Verschiedene Farben. Duochrom, Triochrom, weiß. Und die matten Farben sind auch nicht schlechter. Da sind die matt. Bei der Palette. Los. Ja. Und die letzte mit Farbe. Ne? Steht da. So, bitteschön. Ich liebe dieses Gelbe. Oh Gott, wie ich das liebe. Das ist auch sehr, sehr, sehr. Sehr, wirklich. Mua. Die zwei braunen am Ende Farben haben so klitzekleine Glitzer. Und so, ich habe schon wahrscheinlich, ne? So, seht mal, okay. Die verblenden sich wunderschön und die Farbabgabe ist erste Klasse. Das ist Glamshot. Irgendwann wird das wirklich Weltklasse Firma sein, jetzt ist ja kleine Manufaktur, sehr nette Mädels arbeiten da, die Chefin arbeitet auch selbst da, aber das wird irgendwann richtig eine klasse Firma, glaubt mir, die probiert alles Mögliche, die Beste zu sein. Okay, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses Filmchen, ich darf ja nächste drehen. Die Paletten habe ich mehr als genug für die nächsten Filmchen und ja, jetzt plane ich nächste mit Luvia. Ich habe ja 6 oder 7 oder 8 oder 10 von Luvia und ich werde jetzt mit Luvia machen und danach ja Catrice oder weiß ich. Schauen wir mal, wie das alles läuft. Also meine Lieben, seid ihr mir gesund, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal alle gesund und munter, meine Lieben. Ich wünsche euch was. Tschüssi.